Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Das wird wieder ein Vlog. Und zwar zu welchem Anlass? Welcher Anlass? Sumpf. Sumpf. Okay, wir fahren nach Südgeorgia zu Okefenokee. Das ist ehrlich so? Ja. Was hast du denn? Wie Okefenokee oder so. Ja, jetzt sind wir bei Katie. Die ist right there. Und das Zimmer ist voll cute. Und wir gucken jetzt was und so, essen Pizza. Und morgen um 5 fahren wir los dahin. Und das ist halt, wir bleiben da eine Nacht und dann fahren wir jetzt zurück. Mhm. Ich freue mich. See you tomorrow. Pampa. Jetzt ist hier so eine Tür und wir kommen nicht durch. Das ist abgeriegelt. Genau. Ja, wir sind so ein bisschen lost. Aber egal. Nicht, dass dann wieder so Bands bewegen. Nee, ich kann das ja, also schneiden. Listen to the world and say, willkommen zurück auf meinem Kanal. Das war beim Westen. So cute. Wir sind gerade ausgestiegen, wir sehen richtig scheiße aus, sie wollen jetzt uns umziehen. Wir sehen aus wie... Wir können auch... Chicken! Is sugarcane syrup? That's identical to the same thing that they make with sugar. She was a young girl. How is it? Tastes like it's sugar. Good. Yeah, it's not bad. You want to try it? Welcome. Yeah, must. And go! Fail! Du pushst das! This is how I do it. Das sieht eigentlich so aus, als würde er wissen, was er macht. Metal expands, right? So while it expands, the outer layer will just flake right off, allowing it to be cleaned out. Katie, was hast du Schönes gefunden? Pass auf, kommen Sie mit. Gut. Guten Hunger. Was? Ja. Oh, there's one. Oh, thank you. Oh my, we just found an alligator. Oh my god. He's on the other side. The tour I took was this march after the fire. When we used to hunt them. Right behind us, the fire went out. Okay. See them now. See them, they're so used to the sound of the boat that
don't come slashing to us in any way. And these alligators that live along the tour route, they see these boats 363 days a year. Hallo, wir übernehmen jetzt Susannas Kanal. Also wir sind gerade mitten im Sumpf. Es ist aber voll schön hier. Es ist so überall schön. So Seerosen und so. Und da hinten ist ein Alligator. Oh mein Gott, da hinten ist ein Alligator. Ich glaube, das hast du schon gefilmt. Ja. Und unser Reiseführer ist der Chillix, der ist so chill. Eigentlich geht die Reise in diesem Fahrt nur 45 Minuten, wir sind jetzt einer Stunde schon. Ja. Und wir müssen halt noch zurück und so. Das ist voll chillig. Es ist übelst entspannt, es ist so schön warm. Ja. Und wir versuchen die ganze Seerose rauszuziehen. Aber die hängt am Boden fest. Ja, weil die am Boden festhängt. Die hängt am Boden fest. Und ich habe das nicht erwartet. Ich dachte, ich kann die so hochgehen. Okay, warte. Komm. Ich zieh die so raus und die bleibt so hängen. Warte, ich will mal die Yuffie. Yuffie versucht das jetzt mal. Eine ganz nah. Oh nein, schon mal leid. Welche die? Ja, guck die hier, die hängt fest. Die hängt fest. Das ist der Knaller. Oh, das ist so eklig. Das Licht ist übelst gut. Das Licht ist so gut. Das Licht ist Bombe, oder? Was sagst du? Ja. Naja, also wir haben jetzt hier den Vlog übernommen. Deswegen, wir machen vielleicht später noch Fotos bei Golden Hour. Ja, oh mein Gott, ich mache Fotoshooting wieder. Ich werde Fotos sagen, ich sag euch, ich werde professioneller Fotograf. Ja, das sind meine beiden Models hier, einmal sie und Susanna. Susanna. Und ja, jedenfalls, ich habe voll Bock irgendwie zu Dinner zu gehen, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber wo denn? Genau, wir sind mitten in der Pampa. Wir sind mitten in der Pampa, aber unser Bed & Breakfast ist ja nicht in der Pampa. And how long that takes. Und die hat einfach kein Eis mehr für mich. Jetzt habe ich einfach nur einen Cheeseburger. Das ist echt räudig hier. Ja, jetzt sollten wir Fifi. Fotosession. Vor allem, Leute, wir waren einfach in so Sümpfen mit so Alligatoren. Wo machen wir Bilder? Bei Mackes. Richtig nice, du. Alter, Leute, hier ist gerade so eine komische Frau gekommen und hat gefragt, ob wir wissen, ob wir in die Hölle kommen oder in den Himmel. Und wir nur so, wir Deutsch, wir kennen Englisch. Wir haben voll gut Schauspiel. Alter, aber wir sowieso, das war so komisch. Deutsch, und wir haben uns so angeguckt und es war so richtig gut. Das ist übelst Weihnachten, Alter. Was ist das? Was geht hier schief? Es ist November. Ist nicht mal Thanksgiving, die sind schon bereit für Weihnachten. Sechste. Das ist doch übelst geile Qualität. Guck mal. Ups. Ich mache einen Screenshot. Okay. Okay, warte kurz. Kannst du meine Jacke kurz halten? Das ist so gut. Oh mein Gott. Okay, warte, ein bisschen so Close-up ein auf den. Morgen. Oh mein Gott. Okay. Nein. Wer was passiert, dann noch passiert. Wenn es passiert, so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Bacon. Was sind wir jetzt? In einem komischen Gebäude. Und wir gehen, wo gehen wir jetzt hin? Ich check das überhaupt nicht. Keine Ahnung. Nicht so Bock. Da gehen wir hin. Okay. Es ist ein Museum. Von so Civil War und so Zeug. Hier, da ist es auch. Ja. Ich gebe euch jetzt eine Tour. Okay. Das ist gar nicht eng. Nein.
you are entering the ancient homes of our ancestors. Cool. Riecht nach Heißkleber. Abmulji. Ja, wir haben jetzt Kochunterricht gehabt. Oh mein Gott, Leute. Alle, die mich kennen, dieses Video sehen. Unser Kochunterricht war sehr cool. Bei mir ist das cool. So umgekehrt. Alter, das war so ein Fail. Ne? Unsere Kochlehrerin war so ein Fail. Die konnte nicht mal kochen. Die hat alles angebrannt. Ja. Obligatorisch. 9. Klasse. What? Ja. Das schwitzt sich fest. Okay, Leute, was machen wir jetzt? Wir gehen zu einem Lodge. Es ist nicht mein Tempel. Was ist das denn? Keine Ahnung. Das ist ein Hügel. Keine Ahnung, es ist halt von den Native Indians irgendwie. Keine Ahnung. Ja, so okay, da hinten. Die haben dafür so richtig scheiße viel Arbeit da rein. Um das zu schützen. Das war kein deutscher Satz. Die haben sehr viel Arbeit da rein. Da investiert. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Und so sieht das jetzt aus. Das muss vorausschneiden, das sehe ich so aus, weil ich bin. Er hat uns gerade so ein Bild gezeigt, so ein schwarz-weiß-Foto. Das sah aus, weil das so 100 Jahre alt oder so. Da hat er so drauf gezeigt und so gesagt, dieser Führer. Das war ich als College-Student. Auf jeden Fall arbeitet er hier schon seit 30 Jahren oder so. Alter, echt krass. Ja. Entranceway today is very close to the original. Now, we're of course in a viewing room as you look around. Wie fandet ihr das? Das war so komisch, weil sonst, hier mache ich halt alles mit, so, keine Ahnung, einfach weil ich jetzt hier bin, so. Aber das war echt das Allerlangweiligste seit langem. Ja. Also Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und ja, war ganz cool, so wieder mal zusammen so Deutschland. Ja, ich hoffe, euch hat der Vlog so ein bisschen gefallen, so. Wie so Süddeutsche aussieht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!